Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Enshrouded. So, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Und zwar werde ich mich jetzt erstmal voll fressen. So. Und mir jetzt mal ein klein wenig was reinziehen. Wir nehmen einmal so eine schöne Schriftrolle. Wir nehmen einmal ein. Komm, ich nehme mal einen verbesserten. Ich gönne mir jetzt mal richtig. So. Und dann nehmen wir nochmal einen Trank der Brut. Für mehr Ausdauer. Und na gut, das Elixier, das kostet mich jetzt wieder eine Minute. Das lasse ich jetzt nochmal draußen. Das lasse ich jetzt als einziges nochmal draußen. Und jetzt gehen wir. Wir haben ja jetzt einen neuen Punkt, den wir jetzt holen können. Jetzt muss ich ihn wieder finden. Hier. Gehen wir einmal da unten runter. Ich möchte jetzt erstmal da unten nochmal gucken, was ist da unten jetzt im Miasma. Dafür brauche ich aber halt die anderen Sachen, damit ich dann halt auch ein bisschen länger da unten durchhalte. Meine Rüstung ist, wie gesagt, dafür nicht gut. Aber schauen wir mal. Mit den ganzen Buffs sollte das jetzt ja kein Problem sein. Ach, schade. Ich dachte, ich kann noch mal einen Aufwind machen hier. Könnte jetzt eigentlich auch so halten, dann lädt sich wenigstens mein Mana schneller auf. Aber nee. Komm, wir nehmen auch mal das Würmchen hier. Und dann gucken wir mal hier unten. Es war eine riesige Höhle, so wie es aussah. Und ich bin jetzt hoffentlich gegen alles gewappnet. Es ist einfach nur, wenn man jetzt da oben runterfällt. Jetzt sieht man es auch. Jetzt ist ja Tageslicht. Bloß, was ist hier unten? Ist hier unten noch mehr? Ist hier vielleicht eine verschollene Stadt drunter? Oh. Du? Wollen wir dich ernten? Du gibst mir mein. Oh, der Spot ist jetzt noch besser. Minzpilzfleisch. Ja, YOLO, nimm mich doch gerne mit. Ey, ich habe mir das schon gedacht, dass das irgendwo im Miasma versch. Und die Boss ist. Eva? Käfer. Tote Käfer. Ich lasse dich noch nicht mal groß werden hier. Alter, wie eklig sieht das denn jetzt hier aus? Aber hat irgendwie was mit der Beleuchtung. Okay. Da war irgendwo noch andere Käfer gehört. Andere Frage, kann ich euch. Ja, also Schaden mache ich, aber es dauert halt 10 Jahre. Es dauert halt wirklich 10 Jahre. Moment, kann ich euch mit Magie wegknallen? So, irgendwas habe ich da weggeknallt, aber nicht den. Nee, auch das macht nur 10 Schaden. Auch so eine kleinen Dinger hier. Auch so eine kleinen Dinger hier. Ja, gut. Dann habe ich das schon mal gefunden. Dann brauche ich jetzt halt nur noch einen perfekten Spot, um fossilen Knochen zu finden. Dieses Minzpilzfleisch, ja. Wir hatten es schon mal, ich glaube, aus irgendeiner Vase oder so mal bekommen. Sowas mag ich aber lieber jetzt hier, anstatt irgendwie mich jetzt durch die ganze Vasen immer durchzuhauen. Oh, Alter, selbst der riesige Pilz gibt es. Selbst der riesige Pilz gibt es. Ja, perfekt. Gut, aber gucken wir uns hier noch weiter um. Es gibt hier sogar legit noch Wege. Das heißt, das weiß ich jetzt schon mal, wie ich das kriege. Das ist gut. Das sieht hier alles interessant aus. Muss gucken, muss anfassen, berühren. Alter, da sieht man mal, wie großflächig das hier ist. Da hinten haben wir sogar noch eine Pflanze. Oh, was ist das denn für einer? Egal, machen wir erstmal die Pflanze weg. Oh, ein Feuerball reichte. Okay.
Den hatten wir ja schon mal. Und der greift mich auch an. Ich weiß immer noch nicht, was du machst, Kollege. Okay, du pupst. Aber Brandschaden tut er schon mal ganz gut weh. Das heißt, ich muss vorsichtig sein. Du machst Gift. Alter, du verlierst ja hier echt die Orientierung. Wo waren hier die... Ich kann ja noch ein bisschen ziehen. Das macht ja fast gar keinen Schaden. Es sei denn, man bleibt drinnen stehen, dann ja. Ich hatte mir ja schon mal eine Oberfläche gesehen, aber da wusste ich ja noch nicht, was du droppst. Jetzt können wir es überprüfen. Ammoniakdrüse hatten wir auch noch nicht. Jo, keine Ahnung. Wird mitgenommen. Ob es jetzt so wichtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Alter, wie weit das hier reinläuft. Ob ich hier auch jemals wieder irgendwo frische Luft kriege? Oh, da haben wir sogar noch einen kleinen Gegner. Danke fürs Mana. Die kleinen Viecher sind ja jetzt nicht so schlimm. Wo kommen wir denn da vorne jetzt eigentlich raus? Irgendwo wieder im Miasma. Das sieht hier so cool aus. Aber die Frage ist halt, wo bin ich jetzt hier? Oh, wir haben sogar einen Checkpoint hier. Oh. Wir können uns hier mal kurz aufladen. Hoffe ich denn jetzt hier ganz lang? Alter, wo komme ich denn raus? Wo komme ich denn raus? Das ist ja mal ein mega weiter Weg. Stimmt, hier war ja dann das Rote. Hier kam ich ja dann nicht weiter. Hier bin ich ja dann abgebrochen. Ob ihr jetzt nur Level 15 seid oder nicht, das juckt mich nicht die Bohne. Das juckt mich nicht die Bohne. Nee, aber dann sind wir hier einmal... Haben wir noch gar nicht. Königliches Karawanenlager. Ich laufe jetzt einfach hier mal geradeaus weiter. Das war dann noch nicht hier. Oder waren wir hier schon mal? Mir kommt das hier jetzt... Wow! Nicht bekannt vor. Na, bleibst du mal hier. Gut, der ist runtergefallen. I'm dead. Oha, weil ich unten das Ding nochmal gestreift habe, habe ich jetzt ordentlich Schaden kassiert. Na gut, einmal kurz ein Verband, das reicht. Hier geht's jetzt weiter runter. Ne, hier sind wir ja hergekommen, ne? Keine Ahnung. Hier waren wir noch gar nicht. Das steht fest. Und es sollen hier noch Gegner sein. Nehmen wir erstmal mit, aber wir sind hier wieder im Kupfergebiet. Ich will nur wissen, ob ich dort oben... Oh. Eine Truhe hab? Nee, eine Truhe wollte ich eigentlich nicht haben. Ob ich hier oben irgendwo aus dem Miasma wieder rausgucken kann. Boah, Alter, hier oben kannst du wieder rausgucken. Irgendeine Brücke. Hier sind wir noch nie gewesen. Jedenfalls nicht von dieser Seite aus. Sehr interessant. Na, siehst du, gerade ist halt auch schweinegroß. Gucken wir aber unten nochmal nach. Jetzt habe ich Zeit ja wieder aufgefresht.
Oh, der Ärmste. So, erstmal alles eiskalt mitnehmen. Kann man ja eigentlich immer. Zerstörungswut! Reinlaufen lassen. Gut, das hier gehört aber dann eher zum Gebiet, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Der Crit und weg. Pflanzen sollten sich in Acht nehmen. Ich werde zum Pyroman. Warum sind hier so viele Fässer? Das macht mir Sorgen. Okay, wo kommen wir jetzt hier lang? Ich muss ja jetzt ja eigentlich vom Gegnertyp immer schwächer werden, ne? So, jetzt sind wir beim Karawanenlager. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Die Brücke ist auch nirgendwo eingezeichnet. Das hier oben ist... Stimmt, doch, wir sind hier dann einfach so weiter hoch, weil hier noch Rotes war. Also hier müsste das gewesen sein, das Rote. Ja, stimmt, stimmt. Hier sieht alles gleich aus. So. Ja, stimmt. Hier hatten wir dann halt auch die Zeit wiederhergestellt. Jetzt kann ich mich so halbwegs wieder dran erinnern. Ja, entweder wir laufen jetzt wieder zurück oder wir laufen jetzt mal weiter. Das heißt, da hinten müsste es ja eigentlich... Gab es ja auch nochmal einen Weg. Laufen jetzt erstmal zurück, auch wenn es jetzt Nacht ist mittlerweile. Aber ich kann gerade eh nicht porten. Effektiv. Magie ist the best. Schön mit Feu Feu. Aber es geht mit den Eiern, geht es, Intus. Oh, ich habe gar kein Getränk mehr drin. Also mit den Eiern geht die Regeneration, wenn man jetzt lange Laufwege hat oder so, ist mit der Willenskraft schon wieder schnell da. Und eigentlich haben die Gegner ja sowieso keine Chance hier, die sind Level 15. Bin bald Level 25, also... Das juckte mich nicht. So, den Weg da vorne sind wir schon mal gelaufen. Und der würde jetzt nach oben gehen. Den gehe ich den mal nach oben. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Und das Bronze müsste ja auch bald fertig sein. Gut, 30 Minuten oder so dauerte das. Was man dann halt nochmal ein bisschen nebenbei mitnimmt. Okay, jetzt haben wir hier wieder eine Weggabelung. Es geht einmal nach rechts. Rechts geht's hoch. Dann gehen wir mal hoch. Können wir nochmal einmal auffrischen. Okay. Natürlich habe ich nur den getroffen, obwohl ich eigentlich auf den gezielt hatte. Warum ist denn hier kein Miasma mehr? Bin ich schon so gut, dass ich hier das ganze Miasma wegziehe oder was? Ah, was los? Ich habe bisher jetzt keine Gefahr mehr, ne? Schnitzel ich dich so ab. Schnitzel ich dich so ab.
Na, euch Mutierte brauche ich eigentlich. Oh, what? Da hat irgendwas rot geleuchtet. Das habe ich gesehen. Aber hier haben wir nochmal Bernstein. Hier haben wir aber auch die grünen Pflanzen, ne? Ja. Hier haben wir auch die grünen Pflanzen. So. Hier wäre auch Lehm. Ja, das hat mich nicht so krass gejuckt. So, dich nehmen wir auch mit. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht. So, warte mal, dann sollen wir mal kurz die richtige Waffe. Schon wieder, von irgendwas werde ich hier ausgelacht. Wer lacht? Wer lacht über den angehenden Templer? Hier so alle zu. Aha. Boah, knurrt mal. Gut, Pfeile und Co. nehmen wir nochmal mit. Ne, ich will da jetzt nicht runter. Ich will hier oben drauf bleiben. Gut, mehr ist jetzt hier aber auch nicht gewesen. Nicht noch irgendwas aufheben? Achso, plündern. Äste. Wasser? Ja, komm. Können wir nochmal mitnehmen. Auch wenn ich selber Brunnen jetzt zu Hause habe, jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Oh, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hallo, jemand zu Hause? Feuerball 2. Jawohl. Nutze ich ja ebenfalls. Also passt das. Wobei halt die ewigen Feuerbälle werden nachher auch deutlich mehr Schaden machen. Ne? Einmal schön und mit Schmackes drauf da. Na gut, dann könnten wir jetzt eigentlich schon wieder ins Miasma runter. Bis zur Kreuzung. Und von der Kreuzung aus. Dann nach rechts weiter. Na komm. Ab und zu muss man machen. Es macht halt Laune, alles zu zerdeppern. Auch wenn es nicht effizient ist, aber so mal zwischendrin kann man mal machen. Oh, ich hab dich nicht richtig getroffen. Na, warte. Komm wieder nicht. Du mich auch nicht. Wir verschleudern unsere Mana gegenseitig hier. So, wo geht's jetzt hier lang? Oh, Schwein gehabt. Denkst du bloß, weil ich langsam zuschlage mit der Keule, du trotzdem eine Chance hast? Hm. Würde ich nicht sagen. Hab ich mich jetzt erschrocken von euch, ey. Ihr kleinen Mistviecher. Jetzt reicht's aber. Papi will nicht. Das heißt, sie war nur eine kleine Trap für mich, ja? So, hier nehmen wir nochmal Flüssigkeiten mit. Da ist wieder so ein roter Pilz. Feuerball! Feuerball! Drei Feuerbälle brauche ich. Ich glaube, einen ewigen vielleicht zwei, aber dann brauche ich auch mehr Mana, ne? Ja, ein bisschen mehr Willenskraft wäre schon schön. Ach komm. So. Haben wir das auch mitgenommen? Laufe ich denn jetzt hier eigentlich lang? Ich laufe jetzt hier einmal komplett außen hoch. Okay. Das heißt, die können auch wohl wahrscheinlich immer da, wo das grüne Zeug ist, spawnen. Und dieses grünliche Miasma ist. Okay, hier kann ich nochmal Zeit auffüllen. Auch schön.
Nehme ich doch gerne an. Kann auch mal kurz Mana aufladen. Dafür ist es Starb ja eigentlich ganz cool, weil jetzt kann ich jetzt einfach nur halten und es füllt sich ein bisschen, aber es ist halt immer noch kacken wenig. Ist also schon ein bisschen gebalanced. Oder ich habe noch nicht die richtige Equip dafür. Ich muss ja auch aufpassen, ich bin ja eigentlich eher ein Nahkämpfer jetzt. Jetzt habe ich aber halt Magie als Zweitfach gewählt. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt kommen wir hier von der anderen Seite hier oben rein. Okay. Ja gut. Ja gut. Das haben wir ja hier hinten ja schon mal markiert gehabt. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir ja wieder frei. Und dadurch, dass wir frei sind, können wir jetzt... jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo habe ich jetzt... Oh, ein bisschen rausscrollen. Das hier müsste die Kupfermine sein. Die Kupferlehmmine. Die beides beinhaltet hat. Ja, selber gucken. Ja, hier ist der Speicherplatz und irgendwo hier war auch die Höhle. Jetzt gerade halt dunkel. Ja, hier. Hier habe ich ja immer Kupfer hergeholt. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Weil wir haben eine bessere für Kupfer. Was soll mir jetzt der hier sonst noch bringen? Bringen tut er mir jetzt nichts mehr. Also tilgen wir diese Flamme. So. Dann, wir hatten noch einen. Der ist hier direkt neben der Miasma-Wurzel gewesen. Der ist nur für Leucht gewesen, weil da halt viele Leuchtpilze waren, wo ich reingehen konnte. Und es war halt auch nicht spindbevölkert. So, und dementsprechend kann ich auch diese hier tilgen. Brauchen wir auch nicht mehr. Weiter unten war ja die Höhle. So. Das heißt, ich habe jetzt zwei wieder dazu gekriegt. Ich darf noch nicht so weit nach oben scrollen. So, jetzt muss ich nochmal selber gucken. Wir hatten jetzt hier nochmal, falls wir nochmal den Boss machen wollten, weil den habe ich bis jetzt noch nicht ein weiteres Mal gefunden. Wir haben jetzt hier natürlich immer noch zwei zu Hause. Also das eine zu Hause könnte ich eigentlich auch nochmal wieder abreißen, weil es war ja nur einmalig. Dann reiße ich das jetzt auch nochmal mit ein. Komm. Wenn wir schon den großen Einreißer machen, dann machen wir es richtig. So. Zack. Und dann haben wir auch das nächste zu Hause weg. So, weil so viel brauche ich momentan ja gar nicht. Wir haben jetzt dieses Minzpilzfleisch. Jetzt werden wir erstmal einmal kurz nach Hause wieder dackeln. Den hier oben würde ich noch drauf lassen, weil hier von hier aus kann ich halt sehr gut über das Ganze drüber gleiten bis jetzt. Und da wir noch nicht beim Tower waren, haben wir den Tower halt noch nicht. Mal sehen, wo der denn überhaupt ist. Deswegen lasse ich den da oben erstmal stehen. Schaden tut er nicht. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall drei neue Flammen wieder zurückgekriegt. Insgesamt. Also insgesamt haben wir jetzt... noch vier Platzierte, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Und drei haben wir jetzt frei zur Verfügung zum Schnellreisen. Das ist eigentlich ganz cool. So, dann werde ich jetzt aber erst mal... es ist auch noch schweinedunkel. Wir müssen unbedingt mal hier Licht reinmachen. Ich werde jetzt mal die Bronzebahn mir jetzt rausschnappen. Und dann gehen wir einmal kurz zum Magus. Nur noch mal gucken. Magier-Set. Ah, das gibt noch ein anderes Magier-Set. Weil ich das Minzpilzfleisch noch nicht in der Hand hatte. Okay, gut. Aber ich würde das auch eher in Miasma packen. Moment, machen wir mal anders. Guck mal hier mal rein. Der zeigt dann ja dann alles an, was jetzt irgendwo neu ist. Ah, Säurebiss kann ich aus der Ammoniakdrüse herstellen. Ah. Ewiger Eisbolzen, den kann ich dann auch aus der Ammoniakdrüse herstellen. Ich brauche aber diese fossilen Knochen unbedingt. Also Knochen, damit ich Staub machen kann. Da müssen wir nochmal gucken, dass ich da irgendwie nochmal was Cooles finde. Ich habe eine Idee, aber ich habe keine Ahnung. Na, ist es einfach nur Kalkstein oder so? Müssen wir mal schauen. Ansonsten, ja, Minzpilzfleisch. Hm? Gut.
Wir haben beim Schreiner was Neues. Was haben wir denn beim Schreiner neu? Außer die Kisten. Banner. Da kannst du Banner sogar machen. Oh, Kriegsbanner. Oh. Oh. Okay, cool. Bei der Werkbank gab es auch was Neues. Ja, wir haben ja jetzt einen neuen Baublock. Ich glaube, es war ein Dach. Durch den Stroh. Das können wir bestimmt irgendwie zusammenbinden oder so. Geteerte Strohblock. Ne, also. Fällt mir jetzt nichts ein, so mit. Also Strohdach haben wir auch noch dazu gekriegt. Nicht nur geteertes Strohdach, okay. So, von den Dachziegeln bin ich bis jetzt so... Ja, die Dachziegeln Schindelblock sind cool, aber... So, haben wir sonst noch irgendwo was Neues freigeschaltet? Nee, sonst haben wir nichts Neues freigeschaltet. Aber das hilft auf allemal. So, jetzt, ich wollte eigentlich bei dir was anderes machen. Nämlich ewigen Feuerball. Was brauche ich denn dafür noch? Bernstein und Kohle. Der würde 94 Mana kosten. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal so durchrechne... Ich weiß auch nicht, ob wir noch andere Tränke kriegen, die uns nochmal helfen könnten. Nee, Charakter, Attribute... Blub, 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 blub. Ihr könnt es zweimal ansetzen, dann ist Ende, ne? So ungefähr, Pi mal Daumen. Das heißt, zweimal und dann ist Ende. Also entweder wir lösen das mehr durch Willenskraft oder... Hier ist ein Mana-Regeneration drauf. Vielleicht brauchen wir nochmal einen anderen Ring des Kommandanten oder sowas. Vielleicht gibt es noch irgendwo bessere Ringe. Der andere kostet mich halt Mana, aber gibt mir halt eine starke Regeneration dazu. Ah, also wir haben ja hier noch Ring der Habgier. Gibt 3 Mana-Regeneration dazu. Und das ist halt trotzdem ein bisschen wenig, ne? Trotzdem noch ein bisschen wenig. Aber halt viele Ringe der Habgier. So, aber mir fehlt... Moment, jetzt muss ich mal selber gucken. Wir hatten ja... Wiederfinden hier. Nicht sogar hier einen Bernstein geholt hatte? Nee, ich hatte sogar eigentlich einen besseren Punkt für Bernstein doch. Da habe ich mir noch gedacht, ja, da kommst du ja jetzt mit dem Ding hier hin, aber jetzt habe ich es mir nicht markiert. Ich bin ja auch ein Schussel, wa? Wo hatte ich denn nochmal besseren Bernstein gefunden? Da hätte ich noch gedacht, ja gut, da können wir dann ja mit dem Punkt und so können wir nochmal da hin. War irgendwo vom Düsterdickicht aus, oder? Oder war das hier hinten bei der Hallen der Erloschenen? Oder war das hier oben in Irrwurzburg? Weiß es nicht. Verdammt. Jetzt brauchen wir nochmal Bernstein. Ich weiß, wo nochmal eins war. Das ist ja das erste, was ich mir ja je gefunden hatte. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Da nochmal wieder runter zu reisen. Von hier. Oh, ich müsste mir echt sowas öfters mal markieren hier. Jetzt habe ich es mir mal nicht gemerkt. Ja, hier war der Rhein der Flamme. Na, mal gucken, wie weit wir mit unserem Gleiter kommen. Schon gleich den Aufwand nutzen. Nee, das ist kein Bernstein, ne? Ist doch kein Bernstein gewesen, oder? Ich hätte halt auch keine Flamme in der Nähe hingesetzt, weil ich gedacht habe, ja gut, brauchst ja nicht. Ja, aber das ist Lehm. Das hier ist jede Menge Lehm. Überprüft das jetzt nochmal, aber ich bin der Meinung, das war Lehm.
Ja, Lehmklumpen. Und davon hatte ich ja mehr als genug. Müsste irgendwo da drüben gewesen sein, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, Trank der Brut und Co. geht bald zur Neige. Oh, what? Handelsposten, alter Rogge? Stopp! Was für ein Handelsposten bin ich jetzt hier überflogen? Da ja noch was nicht gesehen. Dann muss es hier aber schnell gehen. Ja, und direkt... Oh, holy, was ist hier los? Ja, jetzt hat der andere den Feuerball abgefangen. Ja, nun lass mich doch mal wenigstens den Stab halten. Damit ich auch mal casten kann. Ja, war ja jetzt gleich interessant. Aber ich habe schon gesehen, hier ist auch Bernstein drin. Und hier ist sogar noch ein Zettel und alles. Ja, ihr habt wohl gedacht, dass ihr das könnt, wa? Mich überraschen und so. Das klappt aber nicht. Nicht mehr. Ich weiß, dass hier noch mehr als drei Gegner sind. Gut, gucken wir mal kurz hier rein. Unsere Lieferung 047. Die Muster der neuen Ware sehen in Ordnung aus. Wir sollten in der Lage sein, die Fracht an der Ladenwache vorbeizuschleusen. Wenn wir Erin schicken, wenn der süße Spatz mit den Augen zwinkert, kann sie die meisten Patrouillen bezirzen. Unsere Helfer an der Spitze wird sich um den Rest kümmern. Die Ware sollte schon bald auf See sein. Leider sind uns auf letzten Lumpen ausgegangen. Ich glaube nicht, dass sie viel ausrichten, aber die Besatzung fühlt sich wohler, wenn sie etwas vor den Mund hat. Die Luft ist schmutzig. In letzter Zeit werde ich noch ein Hemd zerreißen. Das war es aber dann. Okay. Kein Feuerholz, so richtig. Naja gut, haben wir hier nochmal was drin. Hier können wir uns nochmal nachtanken. Das ist gut. Haben wir hier noch mehr? Zwei, drei Gegner. Ja, gut. Nehmen wir mit. Soll schmecken, habe ich gehört. Sonst ist hier jetzt aber nichts mehr, ne? Na komm, wir brauchen ja jetzt nicht allzu viel Bernstein. Ich werde dann hier mal mit dem Ding... Dann machen wir hier mal... Wegpunkt setzen, Weg zentrieren, Wegpunkt setzen. Da, Marke erstellen. Machen wir mal... Katzensymbol? Ne, komm, machen wir mal rot. So. Damit ich das jetzt nicht immer wieder vergesse. Dann arbeiten wir uns hier jetzt mal ein bisschen Bernstein kurz ab. Nein, ja, von hier aus findet man das am ehesten, aber... Ich weiß, ich hatte noch irgendwo eine bessere Stelle, aber ich habe sie mir nicht markiert, ich Blödmann. Ah, das ärgert mich. Ah, ich hoffe, die finden wir nochmal wieder. So, nochmal hier ein bisschen Bernstein und Steine mitnehmen. Da können wir uns gleich die Zeit wieder auffüllen. Und dann passt das. Kommen wir ja auch wieder gut wieder raus. Ich meine aber, Bernstein waren auch bis jetzt nur immer im Miasma, ne? Oder nahe des Miasmas. Hatten wir es größtenteils nur gesehen. Ich glaube, das sollte gleich auch reichen. Wollen wir auch gucken, dass wir hier gleich nochmal leben wieder rauskommen. Wir wollen uns ja nicht verschlingen lassen.
Aber dann können mir wenigstens die Feuerbälle schon mal erstens nicht mehr ausgehen. Weil ewig ist ewig und so. So. Wunderbar. Aber nochmal nachtanken hier. Obwohl, eigentlich hätte ich jetzt hier nicht so nachtanken müssen, ne? Nicht unbedingt. Jetzt mal selber gucken. Wir müssen dann hier von hier aus irgendwie rauslaufen am besten. Bleiben wir erstmal auf der Seite hier. Oh. Ne? Oh. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Auf der einen Seite ist schön der rote Fluss. Der zieht sich hier einmal über das ganze Gebiet hier. So, Kollege, ich habe leider nicht so viel Zeit für dich. Tut mir leid. Würde es nur meine Ausdauer kosten. Vergiss es. Dafür habe ich noch einen Dash ready. So, war da nicht sogar hier dann einfach rüber über den Fluss? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh. Ja, das war ein bisschen verkehrt. So, ersten haben wir. Was ist eine zweite? Waren hier nicht immer zwei? Ach, da hinten? Nee. Doch, da hinten ist sie. Gut, wir könnten jetzt hier auch von hier aus wegporten. Wir sind ja eigentlich weit genug oben. Und hier hinten war das dann. Oder? Nee. Da habe ich hier noch gedacht, ja, das ist doch ganz leicht wiederzufinden. Ja, nee, ist es nicht. Eieieiei. Und da hinten läuft auch nochmal so eine Miasma-Seele durch die Gegend. Aber okay, gut. Wir haben ja jetzt das Bernstein, was ich jetzt brauche. Wir können ja jetzt schnell nach Hause. Wie gesagt, dafür ist die Rüstung halt nicht so cool. Wenn du irgendwas im Miasma abbauen musst. Gut. Aber das sollte jetzt gereicht haben. Wir haben jetzt 19 Stück. Jetzt fehlt nur noch die Kohle, genau. Kohle sollte aber auch nicht das Problem sein. So, einmal Kohle. Ja, siehst du, haben wir auch noch hier. Nehmen wir uns einmal Kohle mit. Und dann machen wir uns einen ewigen Feuer. Alchemistenstation, die haben wir ja noch gar nicht. Ja. So viel zum Thema Turtle guckt richtig. Jetzt haben wir zwar die Ressourcen schon mal, aber wir haben im Endeffekt nachher nichts. Super. Nee, Tern und Bernstein möchte ich jetzt nicht dafür aufgeben. Mir fehlt die Station. Ich habe nicht gesehen, dass ich die Alchemistenstation dafür brauche, um den Ewigen herzustellen. Hm. Ja gut, Alchemistenstation, das müssen wir dann halt auch nochmal in Angriff nehmen. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Ich räume mal kurz mein Inventar leer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.